Robin Williams wurde zweimal vom Harry Potter Franchise abgelehnt und niemand konnte etwas dagegen tun. Hier ist der Grund. Der verstorbene Robin Williams spielte in seiner Karriere viele Rollen. Wie er immer wieder zeigte, war er in Comedy und Drama gleichermaßen zu Hause. Kein Wunder, dass er für seine Leistung an beiden Fronten mit Auszeichnungen und Nominierungen überhäuft wurde. Sogar mit einem Oscar für seine Nebenrolle in Good Will Hunting. Hinter den Kulissen war er oft genauso maßgeblich beteiligt wie vor der Kamera. Tatsächlich hat er Steven Spielberg entscheidend unterstützt, als er Regisseur Schindlers Liste drehte. Angesichts all dessen ist es nicht schwer zu sagen, dass Williams für einen Großteil seiner Karriere einer der größten A-Lister Hollywoods war und vor seinem frühen Tod im Jahr 2014 viele großartige Filme gedreht hat. Es gibt jedoch ein ganz besonderes Blockbuster-Franchise, in der selbst er es nicht schaffte, eine Rolle zu ergattern. Chris Columbus, Regisseur von Harry Potter und der Stein der Weisen aus dem Jahr 2001 und Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahr 2002, teilte neue Info in einem Interview mit dem Total Film Magazine im Oktober 2021. Anscheinend gab es eine Rolle, die Williams haben wollte, aber er konnte es sich aus Gründen, die außerhalb seiner Kontrolle lagen, letztendlich nicht sichern. Wer war dieser unerreichbare Charakter? Es war ein bestimmter Werwolf-Zauberer. Chris Columbus erklärte, dass Williams wegen der Rolle von Remus Lupin auf ihn zukam, der Lycanthrop-Zauberer, der ein treuer Verbündeter der Familie Potter ist. Columbus hatte keine andere Wahl, ihn abzulehnen, indem er sagte: "Ich hatte ein Gespräch mit Robin Williams, der Lupin spielen wollte. Es war sehr schwierig für mich zu sagen, es ist alles britisch, da kann ich nichts machen." That's not possible. Die wichtigsten Harry Potter Darsteller sind in der Tat alle britischer Abstammung, sodass Williams tragischerweise nicht in der Lage war, die Rolle zu bekommen, die er so gerne spielen wollte. Obwohl es zweifellos interessant gewesen wäre, Williamses Interpretation der tragischen Figur Remus Lupin zu sehen, war der Zauber trotzdem in guten Händen. Lupin wurde von Schauspieler David Thewlis aus Fargo und Wonder Woman verkörpert, der mit der intensiven Rolle großartige Arbeit leistete und dazu beitrug, die Figur zu dem Liebling der Fans zu machen, der er heute ist. Neben Remus Lupin stellte sich heraus, dass Robin Williams ein gewisses Interesse daran hatte, eine andere beliebte Harry Potter Figur zu spielen, als der erste Film in Gang kam. Im Gespräch mit der HuffPost im Jahr 2016 teilte die Casting-Direktorin von Sorcerer's Stone, Janet Hirshenson, mit, dass er auch Rubeus Hagrid spielen wollte. Traurigerweise hinderte Williams, ähnlich wie bei Lupin, die britische Regel auch daran, den Halbriesenzauberer zu spielen, den der verstorbene Robbie Coltrane in der gesamten Harry Potter Serie so perfekt darstellte. There's no Hogwarts without you, Hagrid. Während er seine Gedanken zu Williams hypothetischem Umgang mit Hagrid nicht teilte, hat Chris Columbus seine persönlichen Gefühle darüber zum Ausdruck gebracht, wie Williams seiner Meinung nach als Lupin gehandelt hätte. Er sagte Insider im Jahr 2021: "Robin wäre brillant gewesen. Es wäre eine andere Interpretation gewesen. Ich fand David Thewlis großartig, aber Robin wäre brillant gewesen." In Anbetracht der beeindruckenden schauspielerischen Bandbreite von Williams und des Engagements, das er für jede seiner Rollen zu haben schien, liegt es nahe, dass Columbus hier recht hätte. Robin Williams wäre zweifellos ein wunderbarer Zauberer geworden, aber am Ende des Tages kam es nie dazu. Die Charaktere wurden von anderen talentierten Schauspielern zum Leben erweckt und die Filme brachten viel Geld ein und wurden auf der ganzen Welt verehrt. Währenddessen schmückte Williams weiterhin unsere Bildschirme mit seiner eigenen Art von Magie. Zauberer oder nicht.